Ihr wisst ja vielleicht noch gar nicht, dass die Adriana und ich bald, also nächstes Jahr, ba, 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 ba. Ja! Sucht gerade Essen aus. Seit 25 Minuten. Mindestens. War ich leider nicht betrunken. Weil ich stattdessen stoned war. Punkt. Wie war jetzt der Satz? Gestern war ich leider nicht betrunken, weil ich stoned war. Ich muss dir irgendwas in Verbindung bringen mit besoffen. Kommissar. Mama. Untersucht. Zipfel. Und. Hosen. Stall. Verschlüsse. Während. Sie. Morgens nackig im Bad Unterwäsche schält, obwohl sie gar keine Lust hat. Ausrufezeichen. Ich freue mich so auf deinen 18. Geburtstag und meine Rede. Warum? Nein. Boah, unemployed. Also, wenn ich in Ihrem Taxiunternehmen als Fahrer angestellt würde, dann wäre es der größte Gewinn, den Sie haben können, weil ich sorge für Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Warum? Ich bin brutal passiv-aggressiv in meinem Kundenwerbungsverhalten. Ja? Ich fahre die Straße entlang und plötzlich sehe ich am Straßenrand irgendwie so einen verweichlichten, weibischen Typ. Ja? So, reiße ich die Tür auf, dann snatch ich den rein, schieb den auf die Rückbank und dann fahre ich ihn quer durch die ganze Stadt, ja, zum nächsten Wine-Tasting, wo der gar nicht hin will. Und durch die lange Strecke nehme ich so viel ein, das mache ich 10-mal die Nacht. Und sie sind saniert. Ich habe ja tatsächlich mit das modernste Equipment für solche Filme, Fotos und alles. Weil. Suchst du die Schärfe oder musst du. Nein, ich gucke, wie die Molly den Notgang guckt, während du redest. Es ist Molly scheißegal, was du sagst. Ich bin Experte. Ja. Die Fotos, die ich mache, sind. Ich möchte mal behaupten, man kennt mich in der Branche. Man kennt mich in der Branche, das ist natürlich nicht unter meinem Namen Adriana Popescu, sondern man kennt mich unter Sword of Shotgun. Weil ich Fotos mache wie mit der Schrotflinte. Ein Schuss, ein Treffer. Was mich prädestiniert für den Beruf des Paparazzo ist, dass ich an Night Terror leide. Das heißt, ich kann nicht schlafen. Ich leide an Schlaflosigkeit. Ich bin nachts sowieso immer wach. Das heißt, man ruft mich auf dem Handy an und sagt, Sword off Shotgun. Wir brauchen dich vor dem Palazzo. Jennifer Aniston und Brad Pitt kommen da gleich raus. Boom, bin ich dort. Wenn Sie einen Experten wollen, I'm your Paparazzo. Implantaten. Wir verraten es euch jetzt mal nicht. Schreibt einfach mal in die Kommentare, auch bei der Adriana. Deswegen, das ist so, ne? Ihr sollt es von der Adriana auch angucken. Also jetzt schnell zum Channel. Ja, weil dort ist nämlich Sabines Vorstellungsgespräch. Und und dann entscheidet ihr, wer wird der Paparazzi. Ja, kannst du der Molly das doch nächste Mal was Scheiß zum Essen geben? Ich möchte den Papa schnabulieren. Ich muss ja echt tasty sein. Oh, ist der noch gar lecker. Ich könnte ja was da lassen.
am Samstag auf dem Weg nach München. Auf der Schwäbischen Alb liegt Schnee, wie sich's gehört für Mitte Dezember. Sonntagmorgen in seinem Hotelzimmer in Aufhofen, mitten in Bayern, in der Nähe von Bad Tölz. Und dann sieht man plötzlich sowas. Weihnachten, Winter, alles auf einmal. Ach, so manche Sachen sind in Bayern schon schön. Wenn es da nicht wäre, dass man als Veganer eigentlich gar nichts zu essen bekommt, da ist Bayern eine Diaspora sondersgleichen. Aber so sind sie halt, die Bayern. Unser Zimmer war super schön und super nett, wie ihr seht. Da geht's ins Bad. Ganz schön. Es war gestern wirklich eine echt süß organisierte, tolle Geburtstagsparty unserer Freundin Tanja in der Hütte mitten im Wald. Da hat es auf jeden Fall nicht so viel Schnee gehabt, eigentlich überhaupt keinen, so wie heute. Es haben in der Hütte auch Leute übernachtet. Bin mal gespannt, wie die heute aus dem Wald kommen. Das ist echt eine Aufgabe, glaube ich. Nach 400 Metern links abbiegen auf Altkirchner Straße. Ihr habt's geschafft. Das war ein bisschen lang heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wer möchte, macht mit bei unserem Paparazzi-Ding in die Kommentare. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Vlogmas von der Adriana, wo ich meine Bewerbung mache zum Paparazzo. Und wenn ihr einfach nur schauen wollt, freue ich mich auch tierisch darüber. Ich danke euch jetzt nochmal für eure Geduld und wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald. Tschüss, tschüss.